Der Chagapilz ist ein natürliches Heilmittel bei Morbus Basedow. Diese Erkrankung zeigt sich durch eine Schilddrüsenüberfunktion. Die Patienten leiden unter Gewichtsabnahme, starkem Schwitzen, Zittern, Nervosität, Herzrhythmusstörungen und hervortretenden Augen. Jedoch nicht alle Symptome treten bei jedem Patienten auf. Morbus Basedow ist eine Autoimmunerkrankung. Die körpereigene Immunabwehr greift die Schilddrüse an und führt zu einer Überfunktion, weil sich Antikörper an die Schilddrüsenzellen anbinden. Dadurch wird die Schilddrüse angeregt, mehr Hormone zu bilden, als der Körper braucht. Der Chagapilz steuert den Angriffen der Abwehrzellen auf die Schilddrüse entgegen. Er reguliert das Immunsystem herunter, sodass sich immer weniger Abwehrzellen an die Schilddrüse andocken. Morbus Basedow ist nach Hashimoto die zweithäufigste Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Von der Schulmedizin kann die ursächliche Fehlregulierung des Immunsystems nicht behandelt werden. Es werden Medikamente mit dem Ziel verschrieben, die Bildung der Schilddrüsenhormone zu hemmen. Diese Therapie wird in der Regel für eine Dauer von 12 bis 18 Monaten verordnet. Bei etwa 40% der Patienten wird durch diese Medikamente Morbus Basedow gestoppt, jedoch mit zum Teil schweren Nebenwirkungen. Immer wieder kommt es zu Unterfunktionen der Schilddrüse im Anschluss an die medikamentöse Therapie. Die zweite schulmedizinische Behandlungsform besteht in der Radiojodtherapie. Dabei nehmen die Patienten radioaktives Jod in Kapselform auf. Durch das radioaktive Jod werden im Laufe einiger Wochen schrittweise immer mehr Zellen der Schilddrüse zerstört. Dadurch kann das Organ weniger Hormone herstellen. Als Nebenfunktion der Radiojodtherapie tritt jedoch sehr oft eine Unterfunktion der Schilddrüse auf. In der Folge müssen fast alle Betroffenen ein Leben lang Schilddrüsenhormone einnehmen. Der Chagapilz dagegen greift das Problem des überaktiven Immunsystems bei der Wurzel an. Er stoppt die Angriffe der Killerzellen des Immunsystems auf die Schilddrüse. So wird die Überfunktion auf natürliche Weise gedämpft. Der Chaga vermindert durch seine entzündungshemmende Wirkung die Vergrößerung der Schilddrüse. Die Chagapilzkur gegen Morbus Basedow ist einfach und erfolgsversprechend. Dazu trinken Sie 2 bis 3000 Chaga-Tee pro Tag. Der Chaga-Tee sollte immer vor oder zwischen den Mahlzeiten eingenommen werden. Mindestens 30 Minuten vor dem Essen oder 2 Stunden nach dem Essen. Ideal ist die erste Tasse Chaga-Tee gleich nach dem Aufstehen. Die Temperatur des Teewassers sollte zwischen 35 und 55 Grad Celsius liegen. So werden die Vitalstoffe des Chagas am leichtesten vom Magen absorbiert und sofort verstoffwechselt. Was sind die Vorteile der Chagakur zur Behandlung von Morbus Basedow? Der wilde Chagapilz ist ein reines Naturprodukt. Durch seine starken, entzündungshemmenden und entschlackenden Vitalstoffe harmonisiert er nicht nur das Immunsystem, sondern reinigt auch die inneren Organe von Schlacken. Der Chagapilz ist völlig nebenwirkungsfrei. Er kann jahrelang eingenommen werden als Tee. Seine positiven Effekte für die Gesundheit verstärken sich sogar mit der Dauer der Einnahme. Mit der Chaga-Tee-Kur und dem völligen Verzicht auf Jodsalz sowie stark jodhaltige Nahrungsmittel kann Morbus Basedow gestoppt werden. Das zeigen Rückmeldungen der Betroffenen. Bereits nach wenigen Wochen oder Monaten zeigen sich oft deutliche Besserungen der Symptome. Bis zur völligen Genesung kann es jedoch durchaus 1 bis 1,5 Jahre dauern. Wichtig ist, dass der Chagapilz tendenziell Morbus Basedow lindert, Schritt für Schritt immer mehr, bis diese Erkrankung ihren Schrecken verliert. Morbus Basedow ist natürlich heilbar und ohne Medikamente, die schwere Nebenwirkungen haben. Allein durch den Chaga-Tee kann die Schilddrüse wieder regeneriert werden.